Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, in diesem Video geht es um ein Unboxing-Video und einen Produkttest zugleich. Also dieses Video nicht wundern, wenn ich später was anderes habe. Ich werde das nämlich etwas in die Länge ziehen, beziehungsweise ich brauche noch eine Testzeit. Und ja, bevor ich anfange, überhaupt irgendein Produkt zu testen, muss ich das ja überhaupt erstmal auspacken. Und wie schon gesagt, es geht heute um ein Unboxing. Ich habe ein PR-Paket bekommen mit Produkten, die ich testen darf. Und das ist hier von Prettyful Cosmetic. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Die haben mich von der langen Zeit mal angeschrieben und haben mich gefragt, ob ich gerne ein paar Produkte von denen testen möchte. Ich kann auch nur ein Produkt testen, wie auch immer. Und ja, dass die mir so ein Set zuschicken würden. Hat irgendwie alles etwas länger gedauert und nun hat mich dieses Päckchen hier erreicht. Ich habe es noch nicht aufgemacht, würde das gerne jetzt gemeinsam mit euch machen. So, also ich habe es natürlich eben schon aufgeschnitten, aber wie gesagt noch nicht aufgemacht. Also es sieht auf jeden Fall, das hat ein bisschen was von Victoria's Secret, könnt ihr das sehen? Hier ist auf jeden Fall noch ein Karton drin. So, ich lege das eine mal hier zur Seite. So schaut es aus. Mega schön. Ich werde mal die Schleife öffnen. Oh, das ist sogar mit Magnet. Super cool. Hier ist ein Umschlag. Schauen wir doch mal rein. Ich finde das so schön, wenn Pakete so toll verpackt sind. Hier ist eine Karte und da steht Danke drauf. Steht, hallo Anastasia, wir wünschen dir viel Spaß mit unseren Produkten und hoffe, dass dir alles gefällt. Dein Prettyful Team. Mega schön, ich liebe das, wenn es auch personalisiert ist und nicht einfach an irgendwelchen Content Creator geschickt werden. Also ich konnte auch bis jetzt hier auf YouTube nur ein Video mit der Marke finden, also sie ist wohl sehr neu. Ich werde euch später auf jeden Fall mehr dazu erzählen. Ich mache jetzt erstmal das Päckchen auf, weil ich brauche hier die Produkte, die ich testen werde. Und das sieht auf jeden Fall schon super aus mit rosanem Konfetti bzw. Verpackungszeug. Und da gucken mich auch schon 4 Produkte an. Wie gesagt, ich kenne mich mit der Marke überhaupt nicht aus. Ich habe mich auch noch nicht wirklich informiert, werde ich aber tun. Und das Erste, was mir in die Hand hier fällt, ist ein Vitamin C Serum. So schaut es aus. Das ist halt für eine tägliche Anwendung. Ich werde euch nach meiner Testphase alles erzählen, wie das Produkt so war, wie man das anwendet. Jetzt geht es gerade hauptsächlich darum, dass ich das auspacke. Gucken wir uns mal das Ganze an. Ja, hier ist es mit so einer Pipette und sieht auf jeden Fall super schön aus, das Packaging. Könnt ihr jetzt sehen? Mega schön. Ich packe das wieder hier rein. Dann haben wir hier ein Plum Cream. Ich gehe davon aus, dass es wie so eine, ja, wie eine Tagescreme. Oder was haben wir denn da? Was steht denn da drauf? Ja, Tages- und Nachtcreme ist es. Machen wir mal auf. Ja. Sieht auch super schön aus. Ist versiegelt. Ich werde es aber aufmachen, weil ich das auf jeden Fall benutzen werde. Ja, riecht auch sehr gut. So sieht das von innen aus. Es riecht leicht, aber auch gut. Das nehmen wir mal wieder zu. So. Dann haben wir ein Rizinusöl oder beziehungsweise Serum. So schaut das Packaging aus. Ist dann bestimmt auch hier in einer Pipette. Die Verpackung ist leider nicht gut geklebt, fällt auseinander. Ja, wie gesagt, alles andere zu den Anwendungen, alles werde ich euch dann nach meiner Testphase berichten. Ich muss mich da selber erstmal ein bisschen reinfuchsen, reinlesen, welches ich überhaupt testen werde, ob ich jetzt alle teste oder nur ein Produkt. Und das Letzte, was hier in dem Päckchen drin ist, ist eine Hyaluronsäure-Serum. Ist ein Hyaluronsäure-Serum, so schaut es aus. Bestimmt auch in einer Pipette. Genau. Ich werde gucken, ob ich jetzt alle 3 bzw. alle 4 Produkte teste oder nur 1 davon. Wie gesagt, ich muss mich da erstmal reinfuchsen, muss auch lesen, was aktuell gut für mich ist. Ihr wisst ja, ich befinde mich in der Schwangerschaft und ich denke, ich sollte vielleicht auch ein bisschen was vorher mit meiner Hebamme oder meinem Frauenarzt absprechen, was ich davon benutzen kann. Vielleicht sagen die, ich darf alles davon benutzen. Wie gesagt, ich weiß es nicht. Und ja, das Tolle oder eigentlich das Tolle wäre gewesen, ich hätte noch ein Paket für euch gekriegt.
Aber die kommen leider mit der Produktion noch nicht ganz so hinterher und deswegen werden halt die Zusatz-PR-Pakete, wenn wir es möchten, in ein paar Monaten geschickt. Also Leute, falls ihr warten könnt, dann wartet auf jeden Fall. Es wird auf jeden Fall ein Paket zu verlosen noch geben. Wenn nicht, den Link zu dem Set oder zu den einzelnen Produkten findet ihr unten in der Infobox. Und wie gesagt, ich werde jetzt diese Produkte testen und werde euch berichten, wie mein Resultat ist. So, es sind nun 5 Wochen vergangen und ich durfte diese Produkte ausgiebig testen, was ich natürlich auch gemacht habe. Ich habe nicht alle 4 Produkte getestet, sondern ich habe das Rezinus-Serum getestet, Vitamin-C-Serum und diese Feuchtigkeitscreme. Die Hyaluronsäure habe ich ausgelassen, weil ich finde, das ist einfach aktuell nicht notwendig bei mir. Und jetzt möchte ich auf die einzelnen Serum eingehen. Ich habe Vitamin-C-Serum am Anfang komplett auf mein ganzes Gesicht aufgetragen und nach 3 Tagen oder so habe ich gemerkt, dass ich wie eine allergische Reaktion bekommen habe. Und zwar komplett um meinen Mund drumherum haben sich so Pusteln gebildet, also schon eher fast wie Bläschen. Und das hat auch sehr gejuckt und gebrannt. Ich konnte dann gar nichts drauf machen. Und dann habe ich einfach meine ganze Vorgehensweise ein wenig umgestellt. Und zwar habe ich dann Vitamin C nur noch unter meinen Augen aufgetragen. Da habe ich jeweils so einen Tropfen von der Pipette drauf gemacht und in klopfenden Bewegungen unter meinen Augen aufgetragen. Und dann habe ich das Rezinusöl, einen Tropfen auf meine Stirn gegeben, einen auf meine Wangen und auf meine Nase. Meine Mundpartie habe ich dann trotzdem ausgelassen und das habe ich dann alles schön verteilt. Anschließend habe ich das alles ein paar Minuten oder eigentlich habe ich dabei die Zähne geputzt und das Ganze einwirken lassen. Und anschließend habe ich dann die Feuchtigkeitscreme aufgetragen. Da habe ich jeweils immer einen Punkt gemacht überall. Und als erstes habe ich dann auf meiner Mundpartie aufgetragen, sodass halt von dem anderen Produkt nichts in meinen Mundbereich kommt. Und unter den Augen habe ich das immer sehr gerne so eingeklopft und habe da auf jeden Fall reichlich Produkt drauf gemacht, damit viel Feuchtigkeit gespendet wird, meine Augen. Und ja, ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden damit, also mit diesen 3 Produkten, die ich jetzt getestet habe. Ich finde, ich blende euch jetzt mal hier die Bilder ein, vorher und nachher. Ich finde, mein Hautbild ist auf jeden Fall deutlich besser geworden. Vor allem, wie ihr sehen könnt, ist diese Pigmentierung oder diese roten Flecken, die ich an den Backen oder Wangen hatte, sind verblichen oder leichter geworden. Außerdem habe ich in dieser Zeit vielleicht nur 2 Pickelchen gekriegt oder so, also eigentlich eher so wie Mitesser. Und ich muss sagen, wie gesagt, dass mein Hautbild deutlich besser geworden ist. Aber ich muss auch dazu sagen, dass durch den Vitamin-C-Serum meine Hautfarbe verblichen ist. Also ich bin da nicht mehr so gebräunt wie am Anfang. Jetzt sage ich euch nochmal, welche Aufgaben überhaupt diese Serums haben. Also das Vitamin-C-Serum hat die Aufgabe, dass es Feuchtigkeit spenden, das hält auf, wie schon eben gesagt. Außerdem Verbesserung von Akne, von Hyperpigmentierung, von dunklen Augenringen. Deswegen habe ich auch danach nur noch unter den Augen das Produkt aufgetragen. Förderung des Kollagenaufbaus, Verbesserung von Rötungen. Deswegen wahrscheinlich auch sind auch wahrscheinlich diese Rötungen hier bei mir an den Wangen etwas zurückgegangen. Außerdem sind da Antioxidantien drin. Und das Rezinusöl ist dafür da, um Fältchen zu reduzieren. Glättung von feinen Linien. Reguliert Hautfettgehalt. Da muss ich dazu sagen, das kann ich leider nicht beurteilen, weil ich habe es zwar immer hier so aufgetragen im Nasenbereich und wo ich halt immer sehr fette, aber ich muss sagen, ich fette trotzdem noch. Also dafür hat es mir jetzt nicht geholfen. Verbesserung von Hyperpigmentierung, genauso wie Vitamin C, also das machen die beide. Da muss ich sagen, ist echt gut geworden. Ja, bei der Feuchtigkeitscreme steht jetzt nichts dabei, aber ich zeige euch trotzdem, ich habe wirklich ausgiebig das Produkt benutzt, wie ihr sehen könnt. Ich finde die Creme wirklich sehr angenehm auf der Haut. Die riecht auch sehr leicht, aber auch sehr gut. Also hat jetzt nicht irgendeinen extremen Parfümgeruch oder so. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin echt mit den Produkten sehr zufrieden und ich möchte mich auch bei Prettyfoil bedanken, dass ihr mir dieses Set zugeschickt habt und ich das ausgiebig testen durfte. Wie schon eben gesagt, die Hyaluronsäure habe ich nicht getestet. Das werde ich entweder weiter verschenken oder verlosen an euch. Und ja, aber die anderen Produkte werde ich auf jeden Fall weiterhin benutzen. Ich hoffe, euch hat mein Unboxing First Impression Video gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und ich würde mich wie immer über eure Kommentare freuen. Ihr könnt mir gerne unten schreiben, ob ihr
auch irgendwelche Serums benutzt oder auch vielleicht sogar schon von dieser Marke. Falls ihr aber ja, noch nie vorher was gehört habt und jetzt Interesse an diesen Produkten habt, ich packe euch die Links unten in die Infobox von den 4 Produkten, die ich testen durfte, beziehungsweise 3, die ich davon getestet habe. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen, ihr Lieben, und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!